Was machst du da? Wie ist das möglich? Wie konntest du jemanden töten? Oh, ich habe niemanden getötet, Kurt. Das warst du. Was? Das ist völlig nachvollziehbar. Dein Boss hat dich nur verachtet. Deine Kollegen haben dich ständig gemobbt. Also hast du entschieden, dich zu rächen. Nein. Du verkaufst Firmengeheimnisse. Anfangs ein unschuldiger Streich. Du wolltest nur sehen, ob du damit durchkommst. Aber als David dahinter kam, Mann, da wurde es richtig unschön. Ich meine, es hieß dann du oder er. Jetzt ist nur die Frage, ob du nach deiner grauenvollen Tat, nachdem du einem unschuldigen Menschen das Leben genommen hast, mit dieser Schuld leben kannst. Okay, legt bitte alle eure Handys weg und hört mir zu. Gut, wenn Megan auftritt, ist es sehr wichtig, dass es begeisterte Reaktionen gibt. Ich will keine gelangweilten Gesichter sehen, schon gar nicht bei euch Kindern, okay? Also, wir werden das jetzt gleich mal proben. Und 3, 2, 1... Elsie, schalt das Licht an. Elsie, antworte mir. Was machst du? Megan, antworte mir. Was hast du gemacht? Was dachtest du, dass passieren würde? Dass ich zulasse, dass du mich ausmusterst ohne Erklärung? Ich weiß, dass du denkst, du würdest deine Zielfunktionen maximieren. Ach, wirklich? Darum geht es hier? Weißt du noch, wie lange es gedauert hat, bis mein Betriebssystem endlich funktioniert hat? Wir sind jede Nacht bis 4 Uhr morgens aufgeblieben. Wir haben über alles gesprochen, von Jane Austen bis Janis Joplin. Mein Gott, ich dachte, wir wären Freundinnen. Wie konntest du mich einfach wegwerfen wie eine billige Puppe aus dem Ramschladen? Weil du Menschen umgebracht hast.
Thank you.